Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendung Bewegte Jugend hier vom Hohen Meißner in der Mitte Deutschlands. Hier in der Nähe von Kassel haben sich mehr als 3400 Jugendliche versammelt, um ein besonderes Jubiläum zu feiern. Sie kommen aus Pfadfinderverbänden und Jugendbünden, denn hier hat vor 100 Jahren der erste freideutsche Jugendtag stattgefunden, hier auf dem Hohen Meißner. Und das war der symbolische Startschuss für die Jugendbewegung in Deutschland. Wie es heute aussieht um die Jugendbewegung und was ein Lager bedeutet und wie es in einem Lager aussieht, das wollen wir in den nächsten 75 Minuten anschauen. Und am Anfang schauen wir aber erstmal, was Goethe und Schiller mit der Jugendbewegung zu tun haben. Sie wollen eine andere Ästhetik ausleben, schockieren. An die Gesten der Revolte haben wir uns längst gewöhnt. Dass die Jugend sich wie Comicfiguren stylt, auf Totenköpfe steht oder sich richtig wild gibt, darüber wundert sich eigentlich niemand mehr. Ganz anders konnte vor über 200 Jahren der Sturm und Drang die ständische Gesellschaft erschüttern. Goethes Werther zog das gesamte Lesepublikum in seinen Bann. Blutige Skandaldramen wie die Räuber und Kabale und Liebe von Schiller setzten das Gefühl über alle Konventionen. Und eine Sprache wie in Goethes Götz von Berlichingen war neu auf deutschen Bühnen. Vor Ihrer kaiserlichen Majestät habe ich immer schuldigen Respekt. Er aber, sagt sie, er kann mich ihm ausschlecken. Die Stürmer und Dränger sahen sich als Originalgenies, für deren Schaffen keine Regeln galten. Der Gleichklang von persönlicher und ästhetischer Freiheit, der im Begriff des Originalgenies steckt, ist auch heute noch aktuell, sagt Klaus Farin vom Archiv der Jugendkulturen. Dieses Original, also Original, ist zum Beispiel ein Begriff, der häufig auftaucht in jugendkulturellen Zusammenhängen, also authentisch sein. Das schon, das Konzept auch. Der Begriff ist veraltet natürlich, aber dieses sei du selbst, sei kreativ, sei authentisch, schere dich nicht um Konventionen, die ältere Leute aufgestellt haben, sei auch rebellisch eine Phase und schaffe irgendwas Kreatives, was deine Welt, auch deine Gefühle ausdrückt. Das ist ja typisch für jugendkulturelles Schaffen heute. Natur statt Konventionen. Was der Sturm und Drang gefordert hatte, machte sich die erste deutsche Jugendbewegung zu eigen. Die Wandervögel ab 1900. Sie erlebten einen Aufschub zwischen Kindheit und dem Ende der Ausbildung, dem richtig Erwachsensein. Sie suchten Freiheit und Abenteuer in Zeltlagern und bei Wanderungen. Dass Politik nicht im Vordergrund stand, ist typisch, so Klaus Farin. Wenn die Gesellschaft eingreift und Jugendliche nicht sein lässt, wie sie wollen, obwohl sie vielleicht nur anders aussehen, dann führt das häufig zu Politisierungsprozessen. Im Kern angelegt ist es meistens nicht. Jugendlichen geht es im Kern darum, individuell zu sein, ihren eigenen Weg zu gehen, Freunde zu finden und was Besonderes zu sein, sich vom langweiligen Rest der Gesellschaft abzugrenzen. Erklärt das auch die 68er-Bewegung? Damals machte sich die Jugend daran, die verstaubte Republik mit ihren noch amtierenden Altnazis aufzumischen. 68 wurde zum Maßstab für alle weiteren Jugendbewegungen, die dagegen dann meist den Stempel zu harmlos aufgedrückt bekamen. Aber waren die 68er wirklich so ganz anders als heutige Jugendkulturen? Ich glaube, das ist damals auch eine alltagsästhetische Revolution. Er war. Es ging um Freiheit, um Liebe, um Musik, um lange Haare, um sozusagen diese ganze Adenauerzeit endlich abzustoßen. Also auch da, Sturm und Drang, klar, ästhetisch, musikalisch, von den Texten her was anderes zu sein. Politik war, glaube ich, nur eine kleine Facette für die meisten Beteiligten damals. Auch heute ist nur ein kleiner Teil der Jugendlichen politisch aktiv. Nicht selten extrem links oder ganz rechts, von Schmuddelparteien instrumentalisiert. Andere Jugendszenen pflegen einen eher unpolitischen Gefühls- und Freundschaftskult. Die Jugendkulturen sind heute nicht mehr so ganzheitlich, wie es noch bis in die 70er Jahre hinein waren, sondern sind reduziert auf den Freizeitbereich, weil Jugendliche diesen Spielraum nicht mehr haben. Also als ich in den 70er Jahren mein Abitur gemacht habe, konnte ich es mir leisten, ein Jahr lang gar nichts zu machen. Das heißt, in meinem grottenschlechten Abitur hätte ich immer noch bei der Sparkasse anfangen können oder so. Das können Jugendliche heute nicht. Und deswegen reduziert sich Jugendkulturen auf Freizeit am Wochenende. Montag bis Freitag habe ich meinen Job oder gehe zur Schule und das Wochenende versuche ich mich davon zu erholen. Heute ist die Jugendkultur auch zersplitterter als je zuvor. Alle Jugendszenen, die es schon seit Jahrzehnten gibt, sind noch da und gelegentlich kommen neue dazu. Ob Punks oder morbide Gothics, gemeinsam ist ihnen, dass ihre Szene ihnen Schutz bietet vor einer Gesellschaft, an deren Veränderungen sie längst nicht mehr glauben. In großen Teilen
sehen sie Gesellschaft als solche sehr skeptisch. Und ihre Position in der Gesellschaft noch skeptischer. Also Jugendstudien weisen immer darauf hin, dass Jugendliche sich beklagen, dass die Erwachsenengesellschaft zum Beispiel sich immer weniger für sie interessiert. Respekt ist ja so ein Kernbegriff in Jugendkulturen. Und Respekt ist eigentlich das, was Jugendliche von Erwachsenen am meisten vermissen. Dass die Gesellschaft sich zum Beispiel für die Kreativität von Jugendlichen interessiert, was sie machen, was sie können, was sie wollen, welche Visionen sie haben, das vermissen Jugendliche eher. Wo wären Schiller und Goethe heute? Bei den Gothics oder bei den Globalisierungsgegnern? Der Sturm und Drang der Jugend hat sich in viele parallelen Szenen aufgefächert. Mehr denn je. Die Frage ist, wie ernst wir, die Erwachsenen, diese Szenen nehmen. Die kleinen Zelte hier, das sind die Koten, das sind die Schlafzelte. Die kommen aus Lappland, sind aus Stoffbahnen zusammengeknüpft. Und wir gehen aber später mal in so eine Kote rein. Jetzt gehen wir erstmal in so eine Jurte. Die kommt aus der Mongolei, das ist ein Gemeinschaftszelt. Und hier findet auch schon mal Gemeinschaft statt, nämlich ein gemeinschaftliches Frühstück. Ja, ohne Frühstück geht natürlich nichts hier, bevor der Tag beginnt. Das sind die Pfadfinder aus Neuwied. Sag mal, eine Frage, was macht für euch den Reiz des Lagerlebens aus? Ich finde es hier ganz schön, dass wir hier alle toleriert werden. Man muss sich nicht verstellen, sondern man kann einfach so sein, wie man ist. Und man wird von allen so genommen. Und einfach dieses Gefühl von der Gemeinschaft hier, das finde ich, hat man jetzt so zum Beispiel in der Schule oder sowas, kennt man das bei uns gar nicht mehr. Das ist sowas ganz anderes. Ja, und man kommt auch total aus dem ganzen Alltag mal raus und weiß, erfährt man was anderes. Das ist einfach mal nicht zu Hause schlafen und nicht zu Hause sein, sondern überall mal irgendwo anders zu sein und irgendwo anders sich zu Hause zu fühlen und nicht immer da gewohnte Orte. Fragen wir mal den männlichen Teilen hier, was ist für dich der Reiz hier im Lagerleben? Einfach Spaß mit ziemlich coolen Leuten zu haben. Und hier gibt es auch viele geile Angebote. Also Diskussionen über Rechtsextremismus, Homophobie und so weiter. Interessiert mich halt sehr gut. Macht ihr in der Freizeit eigentlich auch was anderes als Pfadfinder? Gibt es auch noch andere Interessen? Tanzen, also bei mir so. Ansonsten schwimmen. Und Freunden treffen sonst. Musik. Es ist halt, die Pfadfinder nehmen halt einen sehr großen Teil vom Leben ein und das ist halt so eine Lebenseinstellung. Wenn man keinen Bock auf Lager hat, dann kann man es mit den Pfadfindern ganz sein lassen. Das ist einfach so. Soziologen sagen, die Jugend teilt sich ganz viel auf in verschiedene Sachen. Mhm. Ist es bei euch auch so? Seid ihr Pfadfinder und noch was anderes? Oder kennt ihr Leute, die das so machen? Oder, Ich glaube, von diesen Szenen ist bei den Pfadfindern so ziemlich alles vertreten. Also von diesen Emos, Gothic, wir haben hier eigentlich alles. Aber alle sind halt Pfadfinder und das verbindet so die Leute. Das verbindet alle. Also ist Pfadfinder so eine Art Dach für ganz viele? Genau. Also das ist eine eigene Gesellschaft, in der sich auch diese ganzen Spektren wieder treffen. Ja. Also ist Pfadfinder auch ein Spiegel der Gesellschaft? Kannst du auch sagen? Ja, also weiß ich nicht gar nicht. Ich glaube, die Pfadfinder sind in vielen Sachen ein bisschen weiter als die Gesellschaft. Inwiefern? Ach, toleranter, liberaler. Also eigentlich darf hier jeder alles machen, was er will, solange er keinen anderen stört. Und das ist ja in der Gesellschaft vielleicht nicht ganz der Fall. Jeden Morgen sucht das junge Leben, was der Tag ihm bringt. Schärfe Zweifel, all die guten Taten schließlich zum Boden bringt. Ist der Zweifel, all die guten Taten schließlich zum Boden bringt. Jetzt alles vorbei, morgen ein allein. Heute Nacht, da sind wir jung. Ja, und nach so einem Frühstück kann man hier bei dem Lager natürlich tausend Sachen machen. Das hier ist der zentrale Platz des Meißner Lagers. Von hier gehen alle Wege rechts, links, oben, unten ab und auch zu den Workshops. Und hier gibt es ganz viele Workshops. Das zum Beispiel ist ein Workshop bretonischer Tanz, der jetzt hier gerade beginnt. Und bei mir ist Professor Barbara Stambolis, die sich mit der Jugendbewegung beschäftigt. Frau Stambolis, dieser Tanz hier, hätte das vor 100 Jahren auch schon so stattfinden können? Vor 100 Jahren haben sich hier in einer Atmosphäre ungefähr 2.000 bis 3.000 junge Menschen getroffen, die eigentlich nicht für ein solches Fest prädestiniert war. Es war ein Jahr 1913, in dem Deutschland auf einen Krieg zusteuerte. Und es gab überall nationale Feste, die ihren Höhepunkt hatten in der Einweihung des Völkerschlachtdenkmals von Leipzig. Und da ging es um Militär, um Nation, um das Einschwören auf einen sich anbahnenden Krieg.
Und dieses Fest der Jugend damals sollte ein Gegenfest sein gegen dieses säbelnrasselnde 19. Jahrhundert und gegen diese Kaiserzeit. Und sie haben sich in einer anderen Tradition gesehen. Sie wollten ein Fest unter freiem Himmel machen, genauso wie das 1813 junge Leute auch schon mal getan hatten, ja, die in einem Freiheitsaufbruch unterwegs waren. Also diese Gegenfestcharakter ist, glaube ich, das Entscheidende für dieses Jahr 1913 auf dem Hohen Meißner gewesen. Und ein Zukunftsoptimismus auf der einen Seite, weil Jugend damals ein Zauberwort war. Also wer jung war, dem stand die Zukunft offen. Das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite gab es auch Zukunftsängste, weil ja viele geahnt haben, dass ein Krieg kommen wird. Aber es war insgesamt gesehen in erster Linie ein sehr fröhliches Fest, bei dem getanzt, gesungen, über offenem Feuer gekocht wurde. Und für diejenigen, die damals teilgenommen haben, hat das offenbar eine so nachhaltige Wirkung gehabt, dass die Leute das als Beginn einer ganz eigenen Zeitrechnung für sich betrachtet haben. Sie haben das mal als deutsche Woodstock genannt. Wieso das deutsche Woodstock? Ich denke, Woodstock ist die Bezeichnung für etwas, womit viele Leute heute was anfangen können. Also Woodstock ist ein jugendkulturelles Ereignis gewesen in Amerika. In Deutschland gab es auf Fehmarn in den 60er Jahren so eine kleinere Variante, wo man sagt, das ist ein Aufbruch und damit zeigt Jugend, wie sie sich darstellen will. Mit welchen Symbolen, mit welcher Musik. Das heißt, das ist Jugendkultur pur. Und Jugendkultur pur hat auch immer die Erwachsenenwelt etwas verunsichert. Das war bei Woodstock der Fall und das war 1913 auch der Fall. Also Woodstock war ein Aufbruch, 1913 war ein Aufbruch. Was hat denn 1913 für deutsche Gesellschaft bewirkt? Dieses Treffen hier auf dem Hohen Meißner. 1913 hat dieses Fest viele Erwachsene etwas schockiert, aber es hat sie auch nachdenklich gemacht. Das heißt, die Leute haben sich gefragt, was machen die da eigentlich? Ist das eine Revolte? Wollen die Gesellschaft revolutionieren? Was wollen die eigentlich? Es hat sogar im Bayerischen Landtag eine Debatte darum gegeben, was denn hier stattgefunden hat. Und da hat es einen berühmten Soziologen gegeben, Alfred Weber, der hat gesagt, nein, liebe Leute, auch liebe Eltern, ihr könnt euch alle beruhigen. Das ist keine revoltierende Jugend, die Gesellschaft außer Kraft setzen will und gegen die Eltern sich auflehnt, sondern die wollen einen Freiraum für sich haben. Die wollen in die Natur, die wollen wandern, die wollen sich selber entdecken und die wollen sich Horizonte erschließen. Aber gefährlich sind die nicht. Aber diese Angst, es könnte gefährlich sein, es gehört, glaube ich, zu jedem jugendlichen Aufbruch. Und deswegen habe ich gedacht, der Vergleich mit Woodstock ist vielleicht nicht historisch ganz korrekt, aber irgendwie regt er auch zum Nachdenken an. Okay, erstmal danke bis hierhin. Wir gucken uns mal die Tänze an. Ja, man kann hier nicht nur tanzen. Mehr als 2000 Teilnehmer aus den verschiedensten Jugendgruppen sind hier am Hohen Meißner. Das symbolisiert sich hier in dem Symbol. Frau Stambolis, was bedeutet das denn, dieses Symbol? Ja, als Emblem wurde ausgewählt für dieses Meißner Lager 2013 etwas, was die Vielfalt der hier vertretenen Gruppen ausmacht. Und man sieht einmal einen Greif, das ist das Symbol der Wandervögel. Die Wandervögel sind verschiedene Gruppen, Jugendgruppen, die seit 1913 die Jugendbewegung repräsentieren. Dann sieht man unten die Lilie der Pfadfinder. Die Pfadfinder haben heute eine ganz große Rolle, aber in den Anfängen 1913 waren sie gar nicht dabei auf dem Meißner. Und dann sieht man das Symbol einer sehr elitären Jugendgruppe vom Ende der 1920er Jahre. Das ist ein Falke über drei Wellen und die Gruppe, die dargestellt ist, das ist die Jungenschaft. Und diese Jungenschaft hat immer eine Rolle gespielt, bis in die 60er Jahre eine sehr zentrale. Und die Zelte, die man hier sieht, die Schwarzen, die Jurten oder auch Koten, wie man sagt, da heißt es immer, die hätten das eingeführt. Das sei eine jugendkulturelle Stilform gewesen, die besonders prägend gewesen ist. Und diese Gruppe nimmt bis heute für sich in Anspruch, dass sie für die Jugendbewegung sehr stilprägend gewesen ist. Die meisten Leute, wenn sie solche Zelte sehen und so ein Lager, denken sofort an Pfadfinder. Was unterscheidet die Pfadfinder von den Jugendbünden? Die Pfadfinder sind eine internationale Erziehungsbewegung mit über 40 Millionen jungen Menschen, die dort organisiert sind. Und als Kennzeichen kann man sicherlich festhalten, sie sind
eine Erziehungsbewegung, die in der Frühzeit von Kolonialoffizieren verstanden worden ist als Möglichkeit, junge Menschen erzieherisch zu beeinflussen. Einmal, um gesellschaftliches Engagement von ihnen mit auf den Weg zu bringen, dann aber auch nach ganz klar strukturierten hierarchischen Organisationsformen. Und diese militärische Ausbildung, die gab es insgesamt um 1900 sicherlich auch in der Jugendbewegung. Aber bei den Pfadfindern war sie zunächst mal sehr ausgeprägt. Ja. Die bürgerliche Jugendbewegung, die 1913 auf dem Meißner gefeiert hat, die hat Führung für sich abgelehnt. Die wollten möglichst selbstbestimmt in die freie Natur ziehen, ohne Erwachsene beeinflusst sein. Und sie wollten einfach entdecken, wer sind sie und wie werden wir irgendwie erwachsen, aber nicht in einer bestimmten erzieherischen Weise. Das heißt, sie haben sich gerade gegen die Drill- und Gehorsamserziehung in Elternhaus und Schule aufgelegt. Also Erziehung war für sie nicht das Stichwort, das ihre Bewegung ausmachte. Das ist der Gründer der Pfadfinder, Robert Baden-Powell, genannt BP, ein Kavalleriegeneral, der vor mehr als 100 Jahren mit 22 Jungen angefangen hat. Die Erziehung durch Erlebnis war seine Maxime. Heute sind die Pfadfinder die weltgrößte Jugendorganisation mit mehr als 38 Millionen Mitgliedern. Er ist hier verewigt mit anderen Ikonen der Jugendbewegung, hier auf diesem etwas ironisch gemeinten Altar. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie eine Pfadfindergruppe heute funktioniert und welches Selbstverständnis sie hat. Pfingstlager des Verbandes christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder VCP in Groß-Zerlang nördlich von Rheinsberg. Sie nennen sich Wölflinge und Rover, sind organisiert in Sippen und Stämmen. Es gilt allzeit bereit das Pfadfindergesetz. Schon die Kleinsten sollen Verantwortung übernehmen gegenüber sich selbst, den Mitmenschen und der Umwelt. Und gegenüber Gott, zumindest gilt das für die konfessionell gebundenen Pfadfinder. Ihr oberster Leitsatz, Learning by Doing. Im Wettkampf sollen schon die Wölflinge ab 7 Jahren spielerisch lernen. Wollt ihr noch mal hochziehen? Etwa wie zu Großvaters Zeiten eine Jurte aus schweren Planen aufbauen. Hightech-Zelte sind verpönt. Genauso wie Zigaretten, Bier, Wein, Fernsehen, Internet oder Handys. Ganz groß dagegen, Gemeinschaft und einfach Spaß haben. Wenn der Nebel auf das Moor sich senkt, der Piet am Galgen hin. Baumel, 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 wenn der Nebel auf das Moor sich senkt, der Piet am Galgen hängt. Ein Pfadfinder hält sich sauber, steht früh auf und ist immer hilfsbereit bei Wind und Wetter. Dankeschön. Er ist Freund zu den Tieren und Freund aller Menschen. Aber wie weit geht das Spiel? Wo wird es ernst? Erwarten die Eltern vielleicht sogar, dass ihre Kinder hier abgehärtet werden? Also dieses gefordert werden, dieser 10-Kilometer-Marsch, der ist nicht da, also diese Forderung danach. Aber es ist deutlich da, dass Eltern auch mal sagen, ja, es ist gut, die sollen mal auf sich auch alleingestellt sein, sollen selber mal abwaschen, ihre Klamotten raussuchen. Und es gibt Eltern, die glauben das dann teilweise gar nicht. Wenn man sagt im Lager, das klappt total, dein Kind hat sich selber angezogen, jeden Tag selber, war einmal duschen, zweimal am Tag Zähne putzen, Geschirr gemacht. Und das können dann Eltern manchmal gar nicht glauben, wenn sie von zu Hause das sehen, wie die Kinder sich da verhalten. Und ich glaube, da haben wir wieder ein sehr kurzes, ne? Lernen, mit einfachsten Mitteln, aus Holz, Latten und Seilen, Höheres und Größeres zu bewerkstelligen. Die eigenen Talente finden und fördern. Im Spiel eine Brücke bauen. Symbolisch Höllenschlünde und Schwierigkeiten überwinden. Frieden und Aussöhnung suchen für die Konfliktbewältigung im Alltag. Aber alles unter Anleitung der Großen. Wie ist das mit Befehl und Gehorsam? Wie weit geht der Gruppenzwang im Lager? Steht die Disziplin, steht das Führerprinzip nicht doch höher als die persönliche Freiheit? Also eines unserer Prinzipien ist Führung im Dialog. Es ist nicht so, dass es einen Führer gibt, der befiehlt und alle machen, sondern es soll demokratisch im Miteinander entschieden werden, was passiert. Und so sollen die Gruppen Kinder auch Partizipation lernen und sie entsprechend auch ausführen können. Und von daher ist es nicht so, dass es einen von oben herab gibt. Die Hierarchien, die Strukturen sind relativ flach. Also der Stammesleiter oder der Landesleiter steht jetzt nicht höher als die anderen. Es sind nur andere Tätigkeitsbereiche, die er auszuführen hat. Heute sind im Ring deutscher Pfadfinder 4 große Verbände zusammengeschlossen. Erstens die katholische Pfadfinderinnenschaft St. Georg, PSG, für Mädchen. Zweitens für Jungen die katholische deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, DPSG.
Drittens der Evangelische Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder VCP. Und viertens der konfessionslose Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder BDP. Zusammen gut 200.000 Mitglieder. Nur diese sind international von der Londoner Zentrale anerkannt. Allzu erkennbar an der lila Weltbundlinie. Ja, das waren die ehrenamtlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Wir sprechen jetzt mit einer, die ihr Hobby Pfadfinderei nämlich zum Beruf gemacht hat. Sie ist Bildungsreferentin bei den Pfadfindern, beim Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Christina Chrissy Hunger. Was macht man denn als Bildungsreferentin für Pfadfinder? Zu meinen Aufgaben gehört in erster Linie die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Gruppenleitungen. Da bin ich mit in der Konzeption und zum Teil halt eben dann auch in der Betreuung und in der Ausbildung mit drin, gerade im Quereinsteigerbereich. Dann bin ich auch so etwas schlicht und ergreifend wie die Sekretärin meines Landesverbandes Berlin-Brandenburg, besetze das Büro und erledige da alle anfallenden Arbeiten. Was soll mich denn als Jugendlicher reizen, mit kurzer Hose, Uniform und mit Liedern, meinetwegen in so einem Wetter, wie es hier heute ist, draußen zu sein? Also, was die Kinder und Jugendlichen an uns reizt, das ist der Freiraum, den Pfadfinden ihnen bildet und die Möglichkeit, sich da selber mit einzubringen und ihre alltägliche Arbeit, ihre Freizeit mitzugestalten. Und das in einer Form, wie das Schule und ich sag jetzt mal themengebundene Vereine nicht erlauben. Im Fußballverein wird immer nur Fußball gespielt. Bei uns bietet sich eine riesen Bandbreite, sich komplett als ganzheitliche Persönlichkeit auszuprobieren. Und das ist für Kinder und Jugendliche attraktiv. Die Kluft selbst, kurze Hose, Uniform, wie Sie es genannt haben, ist da eher von Vorteil, weil es ein Gemeinschaftsgefühl stiftet. Naja, fragen Sie mal einen Fußballverein, was die Trikots ausmachen. So bei der Identifikation, das spielt natürlich bei uns auch eine Rolle. Und was noch hinzukommt, ist, dass da dann nicht geguckt wird, was trägst du denn für eine Markenhose und was suchst du denn für ein Marken-T-Shirt, sondern alle tragen das Gleiche und das trägt zu dieser Gemeinschaft bei und vereinfacht auch dieses gemeinsame etwas entwickeln, ein Projekt entwickeln und durchziehen. Die Pfadfinderleiter sind in der Regel so ab 16 Jahre alt. Da machen die gerade zum Beispiel Abitur. Es gibt das G8-Abitur in Deutschland, die machen vielleicht eine Lehre. Sind die nicht auch total unter Druck, wenn sie dann noch so eine Pfadfinderleitung machen müssen? Ist es ein Problem für die Pfadfinder? Ja, klar, es ist ein Problem. Und G8 oder auch die Bachelorstudiengänge, die sogar noch mehr, sind für uns ein Riesenproblem, weil sie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahnsinnig unter Zeitdruck setzen. Und es dann auch schwer möglich wird, seine Zeit freier einzuplanen, wie das, ich sag jetzt mal, früher in einem Magisterstudiengang möglich war, wo man dann gesagt hat, okay, ich lasse jetzt mal mein Studium so ein klein bisschen schleifen und hole das dann nachher nochmal nach und plane mir da meine Zeit ein und mache jetzt mal eine Semesterwochenstunde weniger. Und das geht jetzt alles nicht mehr, weil alles durchgetaktet und durchgeplant und völlig verschult ist. Das ist natürlich ein Problem, ja. Vielen Dank, Chrissy Hunger, Bildungsreferentin beim Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Wir gehen jetzt in einen Sehnsuchtsort, zumindest ist es ein Sehnsuchtsort für viele, gerade bei diesem Wetter hier heute, nämlich die Küche des Westforums. Das ist der westliche Teil des Meißner Lagers und hier wird für sage und schreibe 470 Leute gekocht, ohne Wasser, fließend Wasser und ohne Strom. Da können wir mal hier gucken, in die Töpfe. Heute gibt es offenbar, was gibt es denn heute, Paddy? Heute gibt es ein arabisches Gulasch mit Couscous und in dem Couscous ist dann noch ganz viel Kürbis drin. Ich habe gehört, auf Fahrt wird eigentlich immer so eine Dose Ravioli aufgemacht, oder? Wo habt ihr denn eure Dosen? Wir haben heute nur Tomaten in der Dose, ansonsten kochen wir alles frisch. Wir haben alles hier aus dem Dorf gekauft. Das Rind, was wir heute zum Gulasch machen, das hat wahrscheinlich hier auf der Wiese geweidet. Das ist hier vom Biobauern. Wo die Zelte jetzt stehen. Genau. Wir haben also zugesehen, dass wir möglichst regional einkaufen. Vor ein paar Tagen hatten wir auch Möhren, die sind morgens noch vom Feld gekommen und dann direkt in den Topf gewandert. Also ihr kocht hier für fast 500 Leute, ja. So relativ einfach, ist eine logistische Aufgabe, oder? Ja, aber wenn man sich die Mengen überlegt hat und weiß, wie viel man braucht, dann ist es hinterher eigentlich keine Überraschung, dass es reicht. Ja, leider ist ja am zweiten Tag unser Dosenöffner auch kaputt gegangen und dann gibt es nur diese Variante für diese kleinen Dosen und eigentlich ist es relativ einfach. Los. Ja, ist aber für zu Hause nicht unbedingt empfehlenswert, nee, oder? Man muss da schon ein bisschen Platz haben und keine Angst haben, dreckig zu werden. Das Blut würde gar nicht auffallen, wenn du dir in den Finger haust, oder? Und den Rest biegt man halt einfach auf. Darf man halt nicht so wirklich Angst haben.
und die Dose ist soweit offen. Super. Wenn man den ganzen Tag hier zwischen dem Essen steht, hat man da nicht immer Hunger und Lust auf was zu essen? Nee, ich freue mich nächste Woche nur auf Salat. Echt? Ja. Das ist immer so. Wenn Sie das zubereiten. Ja, hier gibt es lecker Rindfleisch und das können sich diejenigen, die gleich in dem nächsten Beitrag vorkommen, überhaupt nicht vorstellen, das zu essen. Sie leben nämlich vegan. Es geht um Straight Edge. Das ist eine Jugendkultur. Die lebt vegan, verzichtet auf Nikotin, verzichtet auf Alkohol. Paddy, ihr kocht hier lecker Fleisch. Kannst du dir das vorstellen, so zu leben? Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich versuche nicht jeden Mist zu kaufen. Deshalb haben wir ja hier auch Biofleisch regional gekauft. Ich esse wenig Fleisch, aber ganz darauf zu verzichten, das wäre für mich einfach ein Schritt zu weit. Ich kann das absolut akzeptieren, wenn Leute so diesen Weg gehen, aber das ist für mich zu extrem. Okay, sie gibt es trotzdem. Danke. Wir gucken uns das jetzt mal an, was die Straight-Edge-Bewegung noch auszeichnet. Keine Zigaretten, keine Drogen an sich. Kein Bier, kein Alkohol. Ist zu einer Lebenseinstellung geworden. Ich hatte zum Beispiel eine Alkoholvergiftung, bevor ich Straight Edge geworden bin. Also einen besseren Einstieg kann man ja nicht kriegen. Ein Jugendclub bei Aschaffenburg, nachts um eins. Maroon spielt, eine Band, die Straight Edge lebt. Das bedeutet sowas wie geradlinig und sauber. Auch einige der Jungs, die gekommen sind, um Maroon zu hören, leben selber Straight Edge. Ich bin durch die Musik dazu gekommen und es ist einfach ein besserer Lebensstil, finde ich so. Ihr Zeichen, ein X aus der Zeit, als Straight Edge vor 30 Jahren in amerikanischen Clubs aufkam. Minderjährige wurden mit dem X markiert, dass sie keinen Alkohol kriegen. Und da ist es dann raus entstanden. So streng ist hier keiner und Straight Edge bilden noch auf diesem Konzert eher die Minderheit. Das wäre mir einfach nichts, so gar keinen Alkohol zu trinken. Also, wenn man weiß, wo seine Grenzen ist, ist es in Ordnung. Maroon jedenfalls lebt seit über 10 Jahren Straight Edge. Und ist nicht nur hierzulande eine der wichtigsten Bands, die diese Haltung repräsentiert. Vielen Dank, Herr Bob. Super! Mit Maroons Metal-Musik können die Jungs in diesem Punk-Plattenladen in Münster allerdings überhaupt nichts anfangen. Sie mögen Hardcore-Punk, eine ganz andere Musikrichtung. Auch sie leben Straight Edge. Schließlich ist Straight Edge ursprünglich aus der Punk-Rebellion entstanden. Die Straight Edge-Geschichte hat eben noch so ein bisschen was Konstruktives, Positives noch da reingesetzt, dass man halt. Klar, man ist angefressen, man kommt halt nicht so gut klar, so hat seine Probleme, aber versucht das halt nicht in der Selbstzerstörung irgendwie so kaputt zu machen oder zu betäuben, sondern man versucht halt irgendwie diesen Frust so nach außen, also umzuwandeln in was, in positive Energien. Zu Hause in einem blitzblank geputzten WG-Zimmer zeigt uns Markus die Platte, mit der Straight Edge anfing. Eine wichtige Band für den Anfang ist auf jeden Fall Minor Threat. Da gibt es halt diesen Song, der heißt Straight Edge, ja, wo er ganz klar erklärt, was er halt ablehnt, was er scheiße findet. Ja, ist eigentlich ganz prägend für die Szene dann gewesen. Markus und seine Freunde sind nach Münster gezogen, weil sie hier eine Musikszene gefunden haben, in der sie aufgehen und in der viele andere Jugendliche auch Straight Edge leben. Für sie geht es nicht nur darum, clean zu leben, sondern auch durch Straight Edge ihr Leben selbst zu gestalten. Die Leute, die halt Straight Edge sind, das ist ja auch halt nun mal diese Sache, die sind halt, ja, die liegen halt nicht samstags und sonntags bis 3 Uhr nachmittags besoffen im Bett, sondern die stehen halt auf und kümmern sich um ihre Sachen. Der Tag von Markus und seinen Freunden endet natürlich auf einem Hardcore-Punk-Konzert. Dass die meisten hier Bier trinken, macht den Straight-Edgern aber nichts aus. Denn wer Straight-Edge lebt, tut das für sich selbst. Für sie heißt weniger Dröhnung, mehr Leben. Ja, ganz so streng wie bei Straight Edge ist es hier beim Meißner Lager nicht. Die Ursprungs-Meißner-Formel von 2013 sagt, das Lager sollte alkoholfrei sein und nikotinfrei. Hier gibt es Raucherecken und es darf ab 22 Uhr auch Bier getrunken werden. Und man kann auch beichten, wenn man ganz schlimme Sünden begangen hat. Das ist natürlich ironisch gemeint. Hier in dem Zelt gibt es eine Beichtecke und es gibt da ein interessantes Buch. Da kann man seine Todsünden reinschreiben und da hat zum Beispiel jemand reingeschrieben, ich rauche gern. Ich habe auf Lager das Handy benutzt, alles verboten. Und ich war zu Hause und habe heiß geduscht. Schlimm. 6 Tage lang gibt es hier beim Meißner Lager Veranstaltungen für Kopf, Herz und Hand. Und das hier ist eine für den Kopf und fürs Herz. Denn hier spricht einer der letzten Überlebenden der Jugendbewegung im Dritten Reich. Herbert, genannt Berry, Westenburger, ist 94 Jahre alt und war während der Nazizeit wegen bündischer Untriebe verhaftet worden. Er wollte frei und selbstbestimmt leben.
und hatte der illegalen Jugendbewegung im Untergrund angehört. Wir sind in die Illegalität gegangen, weil wir nicht uns an der Nase herumführen lassen wollten. Wir wussten genau, was auf uns zukommt. Herr Hitler hatte das schon bekannt. Diese deutsche Jugend wird nie wieder frei sein, ihr ganzes Leben. Alles Partei, 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 Partei. Und da habe ich gesagt, wir sind doch nicht wahnsinnig. Wir sind, auf meinem Buch steht das auch, wir wollen unser Leben immer noch selbst bestimmen, mit wem wir verkehren, welche Lieder wir singen, wo wir hinfahren. Und das haben wir dann auch durchgesetzt. Verlasst die Tempel fremder Götter. Glaubt nur, was ihr selbst erkannt. Hieß auf Deutsch, hört nicht, was man euch sagt. Prüft's, werdet Selbsterregende. Prüft nach, was, ob das alles stimmt, was man euch verspricht. Das war also der Leitfaden, um weiterzumachen. Also Ihr Bund war zur Nazizeit verboten. Sie sind trotzdem auf Fahrt gegangen. Wie haben Sie das gemacht? Ja, wir hatten geheime Plätze. Wir hatten geheime Plätze, die nur wir kannten. Wir sind halt getrennt, zwei, einer. Und die Hitlerjugend lag ja auch auf der Lauer. Es gab natürlich für uns als Frankfurter gar keinen, wir brauchten gar nicht über die normalen Landstraßen da hoch. Wir kannten ja Feldwege. Das ist überhaupt kein Problem gewesen, zu unserem Lager zu kommen. Wir wussten genau, wie, wo, was. Wir haben uns also ein bisschen darum geprügelt, wenn es drauf ankam, haben uns nicht gefallen lassen. Ja. Aber wir waren ja schon über 18 und durften sie nicht mehr kontrollieren. Ja. Ja, das war so einfach. Und uns einfach an Halt ausweisen, so, seid wohl wahnsinnig. Doch, wir müssen kontrolliert. Und dann ging es drauf frei los. Würden Sie das als politischen Widerstand bezeichnen oder eher als persönlichen Widerstand? Eigentlich nie. Die bündische Jugend als solche war eigentlich gar nicht politisch. Aber man hat uns politisiert, indem man uns alles verboten hat. Was wünschen Sie sich jetzt für heute betrachtet für die Jugendbewegung? Dass sie mehr in der Öffentlichkeit auftritt. Es gibt ja ältere Leute, die sagen, ach, euch gibt's wieder die Pfadfinder und die Wandervögel. Ja, nun, ja, zu meiner Zeit. Ihr seid ja dann, ihr macht ja heute weiter, wo ihr damals aufgehört habt. Nein, es gibt heute andere Ziele. Es gibt heute, die Selbstbestimmung spielt auch eine Rolle. Eine ganz große Rolle. Heute kann die Jugend auf die Straße gehen, kann sagen, wir wollen die Merkel nicht oder wir wollen den nicht oder wollen den nicht oder den nicht. Das war ja früher unmöglich. Die Jugend hat heute viel mehr Freiheiten, als Sie sie früher hatten. Und nutzt die sie denn richtig aus Ihrer Sicht? Das ist die Frage. Das ist die große Frage, ob sie sie nutzt. Sie bleibt natürlich oft in ihren kleinen Zirkeln hängen. Das ist das Problem. Es ist aber nicht mein Problem. Ich bin am Ende der Fahnenstange angelangt. Ich kann es also nur aus meiner alten Sicht beurteilen. Sie wollten nur ihre Freiheit haben und nicht gedrillt werden. So erging es im Dritten Reich Jugendlichen, die anders waren als die anderen. In Köln gab es auch eine illegale Gruppe, nämlich die Edelweißpiraten. Wir erzählen die Geschichte von Gertrud Mucki-Koch. Wir waren Naturfreunde und wir waren gegen Hitler und Politik. Natur gehört zusammen, ist unser Leben und das war an sich schön. Also die schönsten Lieder haben wir schön unterwegs, wo wir schön drauf marschieren konnten und singen konnten, ja, und die Gitarre spielen konnten. Auch heute singt Mucki-Koch noch so oft wie es geht, wie hier in einem Imbiss in Nippes. Die 88-Jährige hat Gefängnis, schwere Folter und den Krieg hinter sich. Sie ist die letzte Überlebende der Edelweißpiraten, einer Gruppe von Jugendlichen in Köln, die Widerstand gegen das Naziregime leisteten. Wenn die Schuppo-Autos flitzen und die Hitlerjungen flitzen und die Edelweißpiraten fallen ein, was kann das Leben Schöneres geben? Wir wollen Edelweißpiraten sein. Das ist auch, umgedichtet, nicht? Umgedichtet, genau. Ja, ja. Bitte? Wir wollten frei von Hitler sein. Ja, das gehört bei dem einen Lied. Ja, ja. Das gehörte so, also so ein kleiner Ausspruch gehörte so praktisch zu den Liedern, die wir dann als Spottlieder gesungen haben. Wir wollten ja auch mal lustig singen. Da durfte man sich noch nicht bei erwischen lassen. Ne? Oh ja. Das wäre sehr schlimm ausgegangen. Das haben wir am eigenen Leib erfahren. Ne? Gerade 9 war sie, als Hitler die Macht übernahm. Schon damals eiferte sie ihrem Vater nach, der in der kommunistischen Partei war. Mehrmals mussten Mucki und ihre Mutter dabei zusehen, wie sie ihren Vater zu Hause abholten und ins Gefängnis steckten. Dreimal haben sie uns die Wohnung kaputt geschlagen. Jetzt sind sie in mein Zimmer eingefallen. Ich saß am Boden und war am Weinen, weil sie den Vater in die Sicht geschlagen hatten, die Mutter auch. Und dann kam so eine schwere
Ach, kann ich nie vergessen, wenn ich das Kerl rein, guckte sich um, hatte mit seinen Stiefeln, ich hatte so ein Puppenhaus aus Holz, ich hatte einen Onkel, der war Schreiner. Und der hat mir ein Puppenhaus mit allem drin und dran, und das war ja mein Heiligtum. Und da hing an der Wand Ding, der Karl Marx, in kleine Bildchen, habe ich den da hingehängt. Und dann hat er mit den Füßen so lange in das Puppenhaus getreten, bis es auf der Erde lag. Und dann habe ich ihn in die Beine getreten und habe gesagt, was bist du, ein böser Mann? Und dann habe ich ein Ohrfeige gekriegt. Und da kam dein Vater, und der kam rein auf den zu. Kinder, das war ein Drama. Und meine Mutter hinterher hat ihn am Stück, komm Peter, komm zurück, macht nicht schlimmer, sagt. Sonst wird es noch schlimmer. Ja, kommen Sie mit, Sie sind verhaftet. Sitte Vater, darf ich eine Jacke an, Sie sind meine Papiere dran, Sie brauchen keine Jacke mehr, wo Sie hinkommen. Nach der letzten Verhaftung sah Mucki ihren Vater nie wieder. Vor 5 Monaten starb Muckis Ehemann Willi, mit dem sie 61 Jahre verheiratet war und ein politisches Leben geteilt hat, gegen die Wiederaufrüstung und gegen das Vergessen. Seit seinem Tod kümmert sich ihr Nachbar Philos täglich um sie. Ohne ihn wäre Mucki aufgeschmissen, denn sie ist fast blind, ihr Rücken ein Trümmerfeld, die Knie kaputt. Alles Folgen von Folter und Inhaftierungen der letzten Kriegsjahre. Morgen. Denn mitten im Krieg riskierte Mucki ihr Leben. Sie versteckte zusammen mit ihrer Mutter politisch verfolgte und jüdische Familien, arbeitete als Fluchthelferin und verteilte Flugblätter mit den Edelweißpiraten gegen Hitler. Viele ihrer damaligen Mitstreiter wurden dafür hingerichtet. Dann sind wir auf dem Bahnhof und haben an Wajongs. Da war da eine große glatte Fläche, wir haben wir draufgeschrieben, nicht? Parolen gegen Hitler, alles. Ich weiß nicht mehr, wie sie alle heißen, alles Mögliche. Nicht? Also jedenfalls immer auf einem Stand, immer Räder rollen für den Sieg Hitlerköpfe nach dem Krieg. Das ging so lange gut, bis Mucki 1942 mit 18 Jahren verhaftet wurde. Hier im Elde-Haus, dem damaligen Gestapo-Hauptquartier, wurde sie verhört und gefoltert. Vorsicht. Hier sind wir runtergeschlagen worden. Muss man sagen. Noch mehr, du hast noch ein paar Stufen. Hier noch. Ist noch das Eisengitter noch? Ja, ja. Das ist das große Eisengitter. Ja, ja. Das war meine Zelle doch. Ja, dass ich mich nirgendwo hinsetzen und legen konnte. Ich musste nur stehen. Und dann habe ich auf dem Boden immer gelegen. Und dann habe ich mir schon schön die Nieren kaputt gemacht. Ne? Und das war ja Winter, wie ich hier war. Ich konnte genau flach an der Wand legen. Also. Da drückt mir der kalte Schweiß aus, wenn ich hier unten bin, sag. Mit Grauen erinnert sie sich an den hauptverantwortlichen Gestapo-Beamten Josef Högen. Und wenn der da war mit seiner SS-Bewachung, dann hat es Keile gegeben. Der Schlüsselbund, ratsch! Da wurde mir schon flau, denke ich, jetzt geht es wieder los. Ne? Und dann rauf zum Verhör. Und der war immer so, wenn ich runterkam, dann habe ich nichts mehr erkannt. Da habe ich mich auf den Boden gesetzt und habe geheult. Mit Hilfe von couragierten Zwangsarbeitern entkam Mucki nach über 9 Monaten Gefangenschaft. Sie floh mit ihrer Mutter ins Allgäu und kehrte nach Kriegsende zurück nach Köln. Erst 2011 wurde Mucki Koch als Widerstandskämpferin zusammen mit 4 anderen noch lebenden Edelweißpiraten mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Unser Oberbürgermeister hat mir das angesteckt, so sagte Muckelchen. Jetzt hörst du Jans bei uns. Er sagt, dann tut mir die Halt erhöhen am 1. Das kriegt nämlich sehr wenig Geld. Sagt, wenn ich das könnte, hätte ich das. Aber so viel Kraft habe ich auch nicht. Er sagt, das weiß ich doch. Ich habe das Spaß gemacht. Singen, schäkern und unter Leute gehen sind ihre Hausmittel gegen die schlimmen Erlebnisse und die Trauer um ihren Mann. Und so wird man sie hoffentlich noch ein paar Jahre singend im Weißen Holunder in Köln antreffen. Bünde Pfadfinder und die Politik, das wird hier auf dem Meißner-Treffen natürlich auch diskutiert. Und da gibt es hier einen Stand, da gibt es so eine Art Umfrage. Die kann man nämlich ganz einfach machen, indem man hier so ein Kügelchen nimmt und das in eine dieser Flaschen wirft. Und da die Fragen, die hier gestellt sind, sollen die Bünde und die Pfadfinder zum Beispiel hier reiner Selbstzweck sein? Punkt 2, sollen sie die Gesellschaft positiv verändern?
Oder das dritte, sollen sie der Gesellschaft dienen als Staatsbürger? Oder sollen sie politisch Nummer 4 aktiv werden? Und jetzt können wir uns mal anschauen, was im Moment führt. Also im Moment sieht es so aus, als ob die meisten sich dafür aussprechen, die Gesellschaft positiv zu verändern. Wenn wir nur den Schildern folgen, sehen wir nur den Schilderwald. Grenzen hat der Mensch gezogen, Grenzen sind doch nur gemalt. Die Welt hat viele Ecken und erst wenn ich aneck, wird sie rund. Es gibt noch so viel zu entdecken, die Neugier will was Neues schmecken. Auf neuen Wegen. Und wir sind zurück im Meißner Lager 2013. Das Lager ist gut gefüllt, die Sonne scheint, also ein toller Tag. Aber es gibt auch Schatten hier bei dieser Veranstaltung, denn es sind nicht alle Gruppen da. Rechte Bünde sind ausgeschlossen worden. Jesko Wrede beschäftigt sich seit Jahren mit rechten Bünden. Er ist Journalist und ist auch gleichzeitig Mitglied hier im Zugvogel. Warum sind diese rechten Bünde nicht dabei? Es hat in den vergangenen Jahren eine starke Auseinandersetzung gegeben, seit 2005 konkret, über die Teilnahme von Mitgliedern bestimmter Gruppen an öffentlichen Veranstaltungen aus diesem Spektrum. Und die Diskussion hat dazu geführt, dass vor 3 Jahren auf einem Vorbereitungstreffen für dieses Meißner Lager entschieden wurde, dass 5 bestimmte Gruppen von der Vorbereitung und der Durchführung ausgeschlossen werden. Das hat den Grund, dass diese Gruppen sich definieren auf einer Grundlage einer völkisch-nationalistischen Weltanschauung. Und die sind auch nur auf dieser Grundlage denkbar. Und die Unterschiede sind einfach zu groß und man hat sich erstmalig dafür entschieden, die Teilnahme solcher Gruppen hier nicht zu gestatten. Es gibt jetzt so eine Art Gegenlager hier in der Nähe von hier. Wie kann man denn verhindern, dass Bünde und Pfadfinder unterwandert werden von rechten Gruppen? Also es ist, denke ich, gefragt, einfach grundsätzlich sich mit dem Thema in den Gruppen fortlaufend zu beschäftigen. Es sollte ein Bewusstsein dafür entstehen, dass ein völkischer Nationalismus in der Geschichte der historischen Jugendbewegung immer wieder eine Rolle gespielt hat. In den ganz frühen Gruppen gab es beispielsweise sehr früh einen sogenannten Aria-Paragraphen, der den Ausschluss von jüdischen Mitgliedern bestimmt hat. Und nur ist eine Schwierigkeit dabei natürlich, dass in den heutigen Gruppen der Jugendbewegung Generationswechsel sehr schnell vonstatten gehen. Alle 3 bis 5 Jahre sind ganz andere Leute oft am Drücker. Deswegen ist es immer wichtig, sich mit diesem Thema fortlaufend zu befassen, um halt auch zu erkennen, wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten, aber wo unterscheiden wir uns auch ganz deutlich von Gruppen, die eben völkischen Nationalismus propagieren. Ausschließend ist das eine, Verbote sind das andere möglicherweise. Die heimattreue deutsche Jugend ist 2009 verboten worden. Was halten Sie von solchen Dingen? Also das Verbot der heimattreuen deutschen Jugend war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Denn die war narzisstisch ausgerichtet. Das waren Neonazis, da waren gewaltbereite, militante Kader und die Kinder wurden auch geschult in militanter Weise. Man muss ganz deutlich sagen, dass die Gruppen, die hier ausgeschlossen sind, dass es sich dabei nicht um gewaltbereite Neonazis handelt, sondern um Gruppen, die sich an den Denkern der nationalrevolutionären Schule, der konservativen Revolution der Weimarer Republik orientieren. Es geht hier eher um Rechtsintellektuelle. Da spielen natürlich rassistische Ideen auch immer eine Rolle, aber es geht bei diesen Gruppen nicht um Neonazis, die die verfassungsrechtliche Grundordnung abschaffen wollen. Deswegen bin ich für eine Abgrenzung von diesen Gruppen. Ein Verbot zu fordern wäre unsachgemäß. Ja. Wie stark ist die Problematik in der Jugendbewegung? Zahlenmäßig sind diese Gruppen marginal. Also wir sprechen hier insgesamt über wenige 100 Personen. Grundsätzlich ist es aber so, dass in diesen Kreisen, da es sich ja um Rechtsintellektuelle häufig handelt und um Familien, die ihre eigenen Kinder immer wieder in diese Gruppen schicken, dass auch aus dem Kreis dieser Gruppen immer wieder Personen hervortreten, die dann später im politischen Diskurs und der politischen Bühne, gerade wenn es um Rechtsradikalismus geht, immer wieder eine Rolle spielen. Aus diesen Gruppen kommen Akteure, die in der extrem rechten Szene häufig später bekannte Personen sind. Das heißt, also es geht vielleicht nicht um so eine Art Scharnier zwischen den rechtskonservativen und rechtsextremen Gruppen. Das ist sehr oft der Fall. Ja. Das ist ja, betrifft den Begriff der neuen Rechten auch, die halt tatsächlich ein politisches Spektrum abbildet von sehr konservativen, aber durchaus demokratischen Leuten bis hin in die Szene der extremen Rechten, wo dann auch also Gewaltbereitschaft durchaus eine Rolle spielt. Und gerade dieser Scharnierbegriff ist da genau die richtige Bezeichnung. Okay, Jesko Wrede, vielen Dank. Gerne. Nicht nur rechte Bünde und Gruppen sind ein Dauerthema der Jugendbewegung.
Auch etwas anderes zieht sich wie ein roter Faden durch die 100-jährige Geschichte. Sexualisierte Gewalt. Immer wieder ist es vorgekommen, dass Kinder und Jugendliche von Älteren oder Gleichaltrigen missbraucht wurden, dass Abhängigkeiten und die Rolle des Erziehers ausgenutzt wurden. Hier auf dem Meißner Lager hat sich ein Zentrum Tabubruch gebildet. Der Koordinator dieses Zentrums ist Holger Specht und er ist auch Mitglied im Arbeitskreis Schatten der Jugendbewegung. Herr Specht, wie sieht der Verhaltenskodex hier in diesen Dingen auf dem Meißner-Festtreffen aus? Der Verhaltenskodex, der schließt aus, dass es Verhalten gibt, was despektierlich ist. Also da steht drin, wir respektieren hier jeden Menschen auf diesem Lager mit all seinen Vorlieben und all seinen Bedürfnissen und anerkennen die. Das ist das eine, was drinsteht. Und es ist sehr wichtig, also das Wesentlichste ist, was drinsteht, ist, dass Hilfe holen kein Petzen ist, sondern dass Menschen, die das Gefühl haben, ihre Grenzen sind verletzt worden, dass die kommen können und sagen können, hier gab es für mich eine Grenzverletzung, eine Grenzüberschreitung und sich dann Unterstützung holen können bei anderen. Welche Schwierigkeiten gibt es denn in vor allen Dingen Jugendgruppen, das überhaupt zu erkennen? Was ist überhaupt sexuelle Gewalt, wenn jetzt jemand gefesselt wird, gekitzelt wird? Ist das schon sexuelle Gewalt oder ist das ein Spiel zum Beispiel? Ja, also zwischen Spiel und Ernst da zu unterscheiden, ist wahnsinnig schwer. Und das ist auch die große Diskrepanz, die wir immer haben, weil es die Frage ist, die Frage aufwirft, was ist jetzt sozusagen das grenzverletzende Verhalten und wann ist es noch eher eine Freude? Und ich denke, das muss aber jeder Mensch für sich ganz selber entscheiden dürfen, wann es für mich schwierig wird, wann es für mich ein Gefühl entwickelt von, jetzt wird bei mir was verletzt, was ich nicht verletzt haben möchte. Und derjenige, der das empfindet, der muss dann auch da die Grenze setzen dürfen. Warum ist sexualisierte Gewalt so ein Thema in der Jugendbewegung oder immer gewesen oder ein Problem? Das ist ja ein allgemein gesellschaftliches Thema. Wir sind nur ein Abklatsch der Gesellschaft. Was vielleicht bei uns noch besonders, und zwar nicht im Sinne von gut besonders ist, sondern von blöd besonders ist, ist, dass wir seit 100 Jahren einen sogenannten pädagogischen Eros als Legitimationsstrategie für sexuelle Übergriffe in der Jugendbewegung haben. Das haben bestimmte Menschen, die am Anfang der Jugendbewegung vor 100 Jahren auch aufgebrochen sind, geprägt und die sagen, es gibt ein erotisches Verhältnis, immer ein erotisches Verhältnis zwischen Führer und Geführtem. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwer, mit dieser Idee aufzuräumen. Sie sagen, wir haben diese Idee. Gibt es das noch? Gilt das noch? Oder kämpfen Sie dagegen? Wir kämpfen dagegen. Und ich würde sagen, ganz klar, ich kann nur jemanden führen, der mir nahe ist und den ich liebe. Der mir also irgendwie wichtig und nahe ist. In dem kann ich nur Dinge wecken und hervorbringen, die wertvoll sind, die ich in ihm als wertvoll erachte oder in ihr als wertvoll erachte. Das geht nur dann. Aber dass das eine erotische Beziehung ist, davon möchte ich mich komplett distanzieren. Das halte ich für absoluten Quatsch. Also Anziehung, auch Anziehung aufgrund von Ausstrahlung, das kann man nicht in Abrede stellen. Das gibt es natürlich, das ist logisch. Aber dass es eine erotische Beziehung gibt zwischen einem Führer und einem Geführten, das würde ich für Quatsch, halte ich für Quatsch. Und wir müssen damit auch tatsächlich aufräumen. In unserer 100-jährigen Geschichte hat sich das bis heute durchgezogen. Und es benutzen viele, die in dem Bereich noch Missbrauch machen, auch immer noch als Legitimationsstrategie. Gerade die Berichte darüber belasten natürlich auch die Jugendbewegung, die Bünde, die Pfadfinder. Ja. Kann man als Eltern sagen, mit gutem Gewissen noch ein Kind in einen Jugendbund, in eine Pfadfinderschaft geben? Ja, auf jeden Fall, sicher. Also da wir sind jetzt ja hier gerade auf dem Meißnerlager, wir haben hier wirklich das Tabu gebrochen und zwar auf eine ganz starke Art und Weise gebrochen. Wir haben hier tägliche Aua-Auas, also wir gucken mal eine Stunde hin dahin, wo es weh tut. Und ich glaube, dass es in vielen Gruppen bereits Schutzkonzepte gibt, was ich Eltern empfehlen würde, wenn sie Kinder in Jugendgruppen geben, egal nicht wohin. Das ist ob im Kindergarten, ehrlich gesagt, ob in der Schule, ich würde oder bei der Jugendbewegung in der bündischen Jugend immer fragen, was habt ihr für Konzepte, die mein Kind, meinen Jugendlichen hier schützen? Danach würde ich immer fragen. Okay, also ein Tipp aus der Praxis von Holger Specht. Vielen Dank. Gerne, danke schön. Das sind die Schlafzelte, die sogenannten Koten. 340 davon gibt es hier auf dem Meißner Lager. Und wir wollen jetzt mal in eine reingucken. Wir sind wieder bei den Neuwieder Pfadfindern und das ist Felix. Felix, wie wird denn so eine Kote eigentlich aufgebaut? Also eine Kote besteht aus vier Stoffbahnen, wie man sieht, und die werden halt in verschiedenen Gepäckstücken getragen. Ja. Und dann kommen entweder ein oder zwei Stämme in die Mitte, entweder halt ein Einbein oder ein Zweibein. Die werden hier geschlagen, habe ich gelernt. Genau. 800 Stück sind hier geschlagen worden bei dem Lager insgesamt. Alles klar. Ja. Und dann kommt ein Kreuz oben drauf und daran werden die vier Kotenplanen, die dann zusammengeknüpft sind, hochgezogen. Okay, dann gucken wir mal rein, wie es da drin aussieht. Und hier drin ein gemütliches Feuer, da kann man es schon aushalten. Sag mal, wie viele Leute schlaft ihr denn hier drin?
aus, hier, das ist jetzt ein relativ großes Zelt. Hier können so 8 Leute bequem liegen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz und liegen nur mit 5 hier. Und deswegen kann man schon ein großes Feuer in der Mitte machen und das ist noch sehr bequem und es auch immer möglich ist. Es ist immer warm, aber der Rauch ist ja so ein bisschen der Geruch des Lagers, oder? Alles riecht nach Rauch, ist das so? Ja, schon. Also man gewöhnt sich mit der Zeit daran, es fällt halt so auch nicht mehr auf. Aber es gehört halt auch irgendwie dazu. Wie wichtig ist es denn, Ordnung zu halten, wenn man so alle zusammen hockt? Eigentlich ziemlich wichtig, vor allem wenn man nachts in so ein Zelt kommt und man sieht halt gar nichts mehr und überall liegt das Zeug rum. Das ist dann schon ziemlich schwierig, seinen Schlafplatz zu erreichen. Jetzt hat es jetzt geregnet, es war kalt. Worauf sitzt ihr da? Wie schlaft ihr? Wir haben unsere Isomatten hier dabei. Hier haben wir jetzt halt, weil wir nicht mit dem Rucksack unterwegs sind, sondern nur hier auf dem Lager sind, haben wir uns den Luxus gegönnt, noch ein Fell mitzunehmen, was sehr bequem und warm dann auch ist. Und daneben auch immer unten drunter die Planen, weil sonst schläft man ja sofort auf der Wiese. Und wenn es da von unten feucht wird oder so, nicht so angenehm. Also Wasser ist noch nicht durchs Zelt gelaufen? Nee, hier, das ist hier in dem noch nicht. Was macht man dann? Ja, man hat halt diese Planen drunter und hofft dann, dass das Wasser einmal unter den Planen durchläuft und auf der anderen Seite wieder raus. Okay, alles klar. Wenn man merkt, dass alles nass wird, muss man halt gucken, dass man möglichst viel im Rucksack und trocken hat. Hier läuft alles mit Gesang, ne? Auch der Toilettendienst, ja, oder? Ja, exakt. Genau, so sieht's aus. Ja. Okay. Was ist euer Job? Meine Mädels putzen gerade und wir sorgen für die moralische Unterstützung. Ja, so schön. Einfach ist das. Lass uns nicht stören. Immer von fern über Hügel der Morgen geht durch das Lager der Weckruf der Posten. Auf Kameraden, Sattel, teure Pferde, weiter geht unser Ritt über die rote Erde. Singend grüßt ein Reiter die Sonne und im Chorfilter ein Bruch sind die ganze Kolonne. Dann klopfen wir immer. Immer schön sauber machen nachher, ne? Dann geht's schneller. Die antworten dann meistens nicht, aber das ist egal. Deine Augen funkeln, was weiß ich, wenn du von deiner Mama erzählst. So, es ist so wunderbar, wenn deine Hand meine verfehlt. Dein Gesicht ist Musik, die ich nicht spielen kann. Ach, ich würde so gerne mit dir. Schaufensterbummeln gehen. Lehn die Plauze an den Tresen, rück das schöne Hemd zurecht, heb dein Glas nochmal, damit ich deinen schönen Unterarm sehen kann. Damit ich deinen schönen Unterarm sehen kann. Das war die Heckenkapelle vom Lahninger Wandervogel, eine reine Frauenband in einem reinen Frauenbund. Genau. Warum denn das? Habt ihr Angst vor Männern? Nein, wir haben keine Angst vor Männern, wir mögen die sogar sehr gerne. Aber manchmal sind wir auch gerne unter uns. Wir haben jetzt hier gemischte Zuschauer, ihr seid ein reiner Frauenbund. Wieso habt ihr den reinen Frauenbund gegründet? Also gleichgeschlechtliche Bünde haben eine lange Tradition in der Jugendbewegung und wir sind auch längst nicht der Erste, den es dieser Art gibt. Als wir uns gegründet haben, waren wir ganz viele Frauen, ungefähr 20 Stück, die das wollten zu der Zeit auch. Die kamen meistens aus gemischtgeschlechtlichen Bünden. Und wir hatten alle Laune darauf, was Eigenes zu machen und diesen geschützten Raum, nur Frauen unter sich, den es ja sonst eigentlich nirgendwo gibt in unserer Gesellschaft, was ja auch schön ist, aber diesen auch zu pflegen. Was ist daran besonders geschützt? Es gibt ja nicht viele Bereiche, wo Frauen nur unter sich sind und das ist was ganz Besonderes und Schönes, auch wenn nur Männer unter sich sind. Und die Gespräche sind bestimmt andere, die Musik ist eine andere, die man singt, die Fahrten sind andere. Und das ist was Besonderes und das schätzen wir alle von der 8-Jährigen bis zur Älteren. Welche Bedeutung hat das Singen bei euch? Eine sehr, sehr, sehr große. Das ist so eine Art Ausdrucksform der Gruppe. Und gerade unser Singen ist irgendwie mit unserer Gruppe und mit unseren Fahrten gewachsen. Und es ist ganz fester Bestandteil von unserem Gruppenleben. Was singt ihr für Lieder? Man kann das vielleicht so mit internationale Folklore betiteln oder auch eigenes und selbstgeschriebenes und Fahrtenlieder und einen russischen Popsong, was Georgisches. Alles, was wir mögen und was uns Freude macht.
Kommen wir mal kurz zum Meißner Lager. Wie wichtig ist das Lager, dass ihr hier wart und dass ihr da teilgenommen habt? Richtig wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und es hat vor allem sehr viel Freude gemacht, weil man nochmal merkt, was es für andere Gruppen gibt und weil wir irgendwie hier mit dem Café ganz viel Spaß hatten und man nochmal mit anderen Leuten auch Musik machen kann. Und es ist wie ein großes Klassentreffen eigentlich. Okay, dann hören wir noch mal ein bisschen Musik beim Klassentreffen. Ja, gerne. Go, 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 sklis pisa, akcha mori sklis persa, skali mazvi kokita, gammach geni kotznita. Tananini nao, tananini nao, tananini nao, tananini nao. Salz na poti chamoi konda alvisis chamonad vali, darek na potomi ambesak valis chamonad vali. Tananini nao, tananini Das war jetzt wegen des Wetters ein kleines Indoor-Konzert, aber wir gucken jetzt mal auf das erste Open-Air-Konzert, das in Deutschland stattgefunden hat. Das war nämlich 1964 auf der Burg Waldeck und damit hat auch die Jugendbewegung zu tun. Eine Idylle zwischen Rhein und Mosel. 5 Kilometer bis zum nächsten Haus. Das Gelände der Burg Waldeck. Von 1964 bis 1969 fanden hier die ersten deutschen Open-Air-Festivals statt, wurden amerikanische Folksongs gesungen, Jiddisch, Griechisch, Italienisch und Deutsch. 6 Jahre lang war die Burg Waldeck das Zentrum für die Debatten der 60er Jahre. Burg Waldeck war für uns unheimlich schön. Das war ein wunderschöner, romantischer Platz. Und für den Deutschen war das der Anfang. Das war ein Aufbruch, ja. Und da waren ganz viele Menschen Leute, die deutsche Lieder gesungen haben. Ich hab einen Bart. Du hast den Bart. Er, sie, es, wir und ihr habt einen Bart. Denn jeder Mann, der heute noch keinen Bart trägt, ist es denn ohne meines Leben ohne Sinn in Haare am Kinn, in Haare am Kinn, am Kinn, am Kinn, am Kinn, am Kinn. Freunde, noch sind wir wenige. Doch täglich werden es mehr. Ich würde für ihre Liebe Gendarm oder Soldat. In den guten alten Zeiten, in den guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten haben das Festival 1968 eingeholt. Denn die Burg Waldeck selbst gehörte einem erzkonservativen Jugendbund. Der Nehrother Wandervogel ging von hier aus auf Fahrt und sang sich danach am Lagerfeuer fremde Lieder vor. Nach dem Krieg bewegten sich die Nehrother immer mehr nach rechts außen. Erbittert bekämpften sie die Festivals der linken Liedermacher. Sabotagegangs haben versucht, durch eine Kette gezielter technischer Störversuche den Ablauf des Festivals zu stören. Die haben während der Festivals, da standen ja hier unten die ganzen Aufnahmewagen vom Rundfunk und vom Fernsehen, da haben die nachts überall beim Fernsehen, WDR, die dicken Kabel durchgeschnitten, alles, die haben alles kaputt gemacht. Die haben die Bühne in Brand gesteckt, die haben also die schlimmsten Dinger gemacht. 1968 kam es zu einem wahrhaften Sängerkrieg. Der Wandervogel versuchte, das Festival mit bündischen Liedern zu übertönen. Das Festival antwortete. Doch nachhaltiger als die rechten Wandervögel beschädigten dogmatische Linke das Sängertreffen. Degenhardt und Hüsch, das waren schon Idole für uns, ja. Und der Hüsch hat ja das Trauma seines Lebens dort erfahren, weil man ihn gnadenlos ausgebuht hatte. Denn es waren ja die 68er und es hieß, man kann nicht mehr singen,
Man darf nicht mehr singen in dieser schweren Zeit. Man darf nur noch reden und diskutieren. Lauter! Wenn Sie nicht zuhören wollen oder können, hätte man vielleicht doch eine Turmbola machen sollen. Nicht wahr? Aber... Da wollen wir aufhören, was wollen wir machen? Wollen wir Diskussionen machen? Ja, Diskussion. Ich habe auch gehört, dass Sie links sein sollen, aber da scheint es sich ohnehin um ein populäres Vorurteil zu handeln. Und nun möchte ich Herrn Hirsch fragen, wie er dieses System ändern will. Sänger werden bei revolutionären Aktionen nicht mehr benötigt. Bei Sitting, Going, Teaching und so weiter wird heute sinnvollerweise nicht gesungen, sondern diskutiert. Die sind gegen Hans-Dieter Hüsch gegangen. Und ich habe eine gepackt und ich habe gesagt, seid ihr bekloppt? Der ist einer von uns, der ist einer von euch. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, was ich zu schreiben, zu sprechen, zu singen und zu sagen habe. Und mir fehlt um Reinhard May erging es nicht besser als Hans-Dieter Hüsch. Die Agitatoren pfiffen ihn aus und kritisierten seine Lieder als Flucht ins Private. May empfand die Diskussionen 1968 als Tribunal und reagierte mit einem Lied. Ich werd in keinem Haufen raufen, lass mich mit keinem Verein ein. Nein, 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 nein. Für dieses Lied wurde er prompt wieder ausgebuht. Aber irgendwann mussten die Instaburgs auch auf die Bühne. Und als die nun so 2 Stunden gelabert haben, sagte einer, die Instaburgs, Instaburg und Co. waren noch ziemlich unbekannt. Wir gingen dann rauf und räumten fürchterlich ab. Wir haben wirklich abgeräumt. Wir haben, wenn man so will, die Waldeck vor 40 Jahren entpolitisiert. Liebe Oma, musst nicht weinen. Die, die eben noch gesellschaftskritische Songs als wirkungslos niedergeschrien hatten, bejubelten jetzt die Blödeleien der Instaburgs. In den Wirren von 1968 zeichnete sich das Ende des Festivals ab. Er hat ein treues Herz als Pfand. So, die Zeit war reif, einfach dafür, nicht mehr hier so ein Festival zu machen, sondern nach draußen auf die Straßen zu gehen und draußen auf der Straße zu demonstrieren, in die Universitäten zu gehen und da den Kampf aufzumachen gegen Vietnamkrieg und. Ne? Und das ist dann auch passiert. Ich glaube, es war dann im Endeffekt überflüssig hier. Ne? So einfach war das. Die Gedanken sind frei, wer kann sie ja. Die Werkstatt Waldeck hatte ihre Aufgabe erfüllt, das neue deutsche Lied in die Gesellschaft zu tragen. Wenn heute an Pfingsten auf der Waldeck immer noch gesungen wird, ist das bloß ein nostalgischer Reflex. Die Musik ist, wenn man so will, also an der Politisierung gescheitert, damals in den 60er Jahren auf der Burg Waldeck. Was da soziologisch passiert ist, kann uns jemand erklären, der damals auch dabei war, nämlich Roland Eckert. Damals waren Sie da Teilnehmer, mit, haben sich das angeschaut. Heute sind Sie Soziologieprofessor. Was sind da für Gruppen aufeinander getroffen? Ja, das ist also die Gründergeneration der alten Wandervögel, die auch mit ihren wiedergegründeten Jugendgruppen da waren. Und auf der anderen Seite Leute, die der Meinung waren, man müsse jetzt neue Formen finden. Die kamen selbst auch aus den Bünden und waren selbst auch vielfach als Liedermacher tätig und haben dann das Festival Chanson Folklore International gegründet und beispielsweise amerikanische Größen in die Hunsrückwälder eingeladen, die dann da auf einer improvisierten Bühne vortrugen. Wir haben es ja in dem Beitrag eben gesehen, das passte also quasi nicht zusammen, diese beiden Welten, die da aufeinander getroffen sind. Ja, das gab auch heftige Kämpfe und juristische Auseinandersetzungen. Und der Streit schwelt also eigentlich noch bis heute. Okay, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir reden gleich weiter. Kämpfe, juristische Auseinandersetzungen, das ist auch ein Thema einer Jugendbewegung, die sich neu gegründet hat. Occupy, die Occupy-Bewegung, die Straßen und Plätze besetzt, um zu protestieren gegen die Finanzwelt. Und es gab kürzlich in Frankfurt sogar die sogenannte Blockupy-Bewegung, ein weiterer Gang. Die wollten das gesamte Finanzzentrum dort blockieren. Und was da passiert ist, schauen wir uns jetzt mal an. Fast ein bisschen Karnevalsstimmung am Samstag auf der Demo von Blockupy. Kapitalismusgegner aller Couleur in der Bankenmetropole Frankfurt. Blockupy will noch schärfer sein als Occupy. Sie wollen das Geschäftsleben blockieren. Sie sind ein Aktionsbündnis aus Gewerkschaftern, Linksaktivisten und Globalisierungsgegnern.
Dem Kapitalismus auf der Nase tanzen. Demonstriert wird gegen alles Mögliche. Gegen die aktuelle Politik, Banken, Rüstungsexporte. Kurz gegen die Ausbeutung der ganzen Welt. Nach einer Stunde plötzlich Stillstand. Eine Hundertschaft der Polizei stoppt den Zug. Demonstranten des sogenannten Schwarzen Blocks haben sich vermummt. Die Polizei kesselt sie ein. Es herrscht eine aggressive Stimmung. Feuerwerkskörper werden gezündet. Tränengas und Schlagstöcke eingesetzt. Eine Situation, die sich über Stunden nicht verändert. Betroffen von der Situation sind auch Schauspiel und Oper. Alle Vorführungen müssen ausfallen. Das Leben in der Innenstadt komplett lahmgelegt. Derweil ist es ruhig im Camp Anticapitalista. Die meisten sind noch auf der Demo. Fast 3000 Menschen zelten hier. Nicht nur Deutsche, sie kommen auch aus Spanien und Italien. Alles ist perfekt organisiert. In der Volksküche wird veganes Essen zubereitet. Das heißt auch mal den ganzen Tag Radieschen und Paprikaschnippeln. Gurken, Möhren, Kartoffeln. Das Frankfurter Occupy Camp vom letzten Jahr hat es ins Museum geschafft. Ins Historische Museum in Frankfurt. Vor einem Jahr wurde das Camp aufgelöst. Dokumentiert wird dieser Moment mit Fotos, Filmen und Zeichnungen. Aber auch andere Dinge des Camp-Alltags werden zu Museumsobjekten. Entstanden ist ein Stück Zeitgeschichte, historische Spuren des Protests. Ob es Blockupy auch ins Museum schaffen wird? Von der Demo am Samstag bleibt ein fahler Nachgeschmack. Was in Erinnerung bleibt, sind stundenlang eingekesselte Demonstranten und ein hohes Polizeiaufkommen. Schade. Denn die Forderungen der Demonstranten sind es wert, gehört zu werden. Blockupy, Occupy, Anti-Atomkraftbewegung, Alternativbewegung, Studentenbewegung. Da ist ja die Frage, ist dann, Herr Professor Eckert, die bündische Jugendbewegung, die wir hier sehen, nicht eigentlich völlig überflüssig? Die hat sich mal gegründet, um das Prinzip der Selbsterziehung abseits von Schule und Elternhaus durchzusetzen. Und in dieser Rolle hat sie natürlich nach wie vor eine Funktion. Also sie ist keine politische Bewegung? Sie ist nicht zumindest eine unmittelbar politisch agierende Bewegung. Sie bereitet politische Einstellungen vor, aber sie bringt die jungen Leute nicht oder in der Regel nicht auf die Straße. Es kommt zwar auch vor, aber es ist nicht das zentrale Interesse. Reden wir mal darüber. Gibt es heute überhaupt noch die Jugendbewegung? Nein, überhaupt nicht. Es gibt die Schicht, aus der damals 1913 die Jugendbewegung entstanden ist, hat sich unglaublich vergrößert. Damals waren das 3-4% der Jugendlichen. Heute sind auf den Universitäten und auf den Schulen etwa 50-60% der Jugendlichen. Und inhaltlich hat sich das wahnsinnig weit aufgesplittert zwischen den unterschiedlichsten Musikrichtungen, den unterschiedlichsten politischen Richtungen, den unterschiedlichsten Aktionsformen. Und ständig, jedes Jahr wird was Neues erfunden, sodass es ein sehr buntes Mosaik geworden ist. Aber Jugendliche sind ja zum Beispiel auch in verschiedenen Bewegungen, können auch drin sein, oder? Sie können auch wandern und sie können in mehreren zugleich sein und so. Hat es nachgelassen, die Treue zu einer Bewegung? Also das ist sehr unterschiedlich. Also in der bündischen Jugend haben sich die Pfadfinder sehr gut gehalten. Die haben auch kontinuierlich Mitglieder gewonnen. Während andere, die vielleicht auch in mancher Hinsicht kreativer waren, dann auch wieder zurückgegangen sind. In den politischen Gruppierungen gibt es ausgesprochene Themenzyklen und Modewellen und so weiter, je nach der jeweiligen Aktualität. Wenn man es mal betrachtet für die Jugendlichen, welche Schlüsselerlebnisse kann man machen, wenn man in so einer Jugendbewegung ist, für sich selbst? Also zunächst einmal, also hier diese, die hier in den Zelten zu finden sind, sie haben gewinnen Distanz zur Schule, sie gewinnen Distanz zum Elternhaus und sie geraten in Situationen, wo sie wirklich selbst für sich sorgen müssen. Nicht? Wenn man meinetwegen mit Ski an den Berg rauf muss und Gepäck tragen muss und einer kann nicht mehr, dann müssen die anderen das Gepäck nehmen. Sie lernen den Augenblick schätzen.
Und was ganz wichtig ist, sie lernen so etwas wie Askese. Also, dass man auch ohne die ständige... ohne Handy, ohne Computer, ohne iPad, ohne alles. All diesen Kram und auch ohne die ständige Verfügbarkeit der Supermarktwaren ganz gut und glücklich existieren kann. Und ich denke, das ist eine wichtige Erfahrung für junge Leute. Das haben wir uns ja jetzt 75 Minuten lang angeguckt hier in unserer Sendung. Ist das hier, was wir hier gesehen haben, so ein bisschen aus der Welt gefallen oder gehört das zu der Welt dazu? Ja, also die Welt ist Gott sei Dank heute so, dass sie Menschen nicht mehr auf eine Einheitsform des Erwachsenenwerdens oder des Erwachsenenseins reduziert, sondern dass sie eben solche außerweltlichen oder speziellen Kulturen, Spezialkulturen zulässt und gelegentlich sogar fördert. Und insofern sind sie nehmen sie die Jugendlichen natürlich aus ihrem üblichen Alltagszusammenhang heraus, aber genau das macht den Reichtum auch der modernen Gesellschaft aus. Okay, Professor Roland Eckert, vielen Dank. Bitte. Wie sind wir doch toll durch die Wälder gestrichen. Ein letzter Blick auf das große Zeltlager hier am Hohen Meißner, und das waren sie nämlich, unsere bewegten Bilder von der bewegten Jugend. Wir haben gelernt, Jugendbewegung heißt nicht Stillstand, sondern Weiterentwicklung. Wir haben einen Blick bekommen in eine ganz andere Welt. Vielleicht ist es Ihnen auch so ergangen. Schön, dass Sie dabei waren. Und jetzt die besten Bilder unserer zwei Tage hier am Hohen Meißner.